Ja, dann gehen wir direkt auch mal in medias res und reden mal über den ersten Talk. Die Katrins Talk heißt Dünnhäutige Kollegen, unsensible Reaktionen, wie gute Remote-Gespräche gelingen können. Und tatsächlich, weiß nicht, wie es euch geht, merke ich, dass bei uns gerade eine, sagen wir mal, gereizte Grundstimmung, Dünnhäutigkeit nennt die Katrin das, angespannt, das äußert sich. Ja, dass man sich oft missversteht und also es funktioniert anders, ja. Also wenn ich mit jemandem gegenüber miestige Gesten und darüber die Katrin auch noch ein bisschen drauf eingehen und euch mal erzählen, worauf ihr vielleicht achten solltet bei Remote-Meetings und wie ihr so vielleicht auch Missverständnisse und unangenehme Situationen vermeiden könnt. Ja, und da bin ich sehr gespannt, was die Katrin uns für neue Impulse mitgeben kann. Die Lisette eben in der Keynote hat da ja auch schon einiges genannt. Und ja, und die Katrin, die ist von der Kegon AG. Die Kegon AG sitzt ja hier auch bei uns in Wiesbaden. Das ist ein Partnerunternehmen, mit dem wir viel zusammen machen. Und ich bin ja mal gespannt, was sie erzählt, weil die Kegon ja auch sehr viel so im Konzernumfeld unterwegs ist und ich von der Katrin gelesen habe, gewaltfreie Kommunikation, aktives Zuhören, solche Sachen, Kamera an, wie das im Konzernumfeld so gelingt. Und mal sehen, was sie uns darüber erzählt. Und wenn sie während des Talks darauf nicht eingeht, dann werde ich sie danach das entsprechend ausquetschen. Der Talk ist im Vorab aufgezeichnet. Katrin ist aber danach mit uns hier live zur entsprechenden Fragen-Antwort-Runde. Also nutzt gerne kräftig den Chat und stellt Fragen, damit ich die danach aufgreifen kann und mit der Katrin diskutieren kann. Wir haben nämlich auch massiv Zeit für eine Q&A. Und insofern wünsche ich euch viel Spaß bei unserem ersten Talk zum Thema Agile Teamwork mit der Katrin Petzold. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Dünnhäutige Kollegen, unsensible Reaktionen, wie gute Gespräche remote gelingen können. Wir alle sind jetzt schon eine Weile im Homeoffice und wir haben festgestellt, Remote-Meetings können ganz schön anstrengend sein. Das liegt natürlich daran, dass die Kommunikation nicht mehr so richtig klappt, weil wir nicht mehr vor Ort sind. Und viele Kollegen reagieren in Remote-Meetings auch äußerst sensibel. Man spricht in eine schwarze Wand aus deaktivierten Kameras und trotzdem können Remote-Gespräche gut gelingen. Wir brauchen dafür eine gute Kommunikationsstrategie, um am Bildschirm zu überzeugen, und die möchte ich euch heute vorstellen. Das bin ich. Mein Name ist Katrin Petzold und ich bin Agile Coach bei der Kegon AG. Und so sah bisher mein Remote-Alltag aus, bis ich mir eine Strategie überlegt habe, dass sich das ändert und die Leute ihre Kameras anschalten und sich mehr in das Meeting einbringen. Denn wir wollen weg von dieser anonymen Masse, die einfach nur stumm uns zuhört und sich nicht beteiligt. Wir wollen hin zu einem interaktiven Meeting, wo alle sich einbringen und am besten auch sichtbar für alle sind und die Kameras anhaben. Und dafür muss man drei Punkte beachten. Zum einen sich dem Gesprächspartner zuwenden. Zum anderen Interesse für Interaktion wecken und Missverständnisse und Konflikte, wenn möglich, vermeiden, damit sie erst gar nicht aufkommen, denn dann wird es remote immer ein bisschen schwierig. Kommen wir zum ersten Punkt, sich dem Gesprächspartner zuwenden. Ganz wichtig ist, bauen Sie Kontakt auf. Stellen Sie zu Beginn eines Gespräches ein persönliches Level her, indem Sie mit Smalltalk beginnen. Leichte Themen, die positiv sind, ohne Kontroverse. Das hilft, einen persönlichen Draht herzustellen und Ihre Teamkollegen werden sich mehr anwesend fühlen und auch verbunden mit dem Team, sich mehr einbringen, sich mehr verantwortlich fühlen. Das kann man natürlich gut machen mit den üblichen Themen wie Urlaub, Wetter, Hobbys, Anekdoten aus Ihrem Alltag, aber auch aktuelle Ereignisse, wenn diese jetzt nicht zu tiefschürfend sind. Bei großen Meetings mit einer großen Teilnehmerrunde empfehle ich immer Warm-ups oder auch Eisbrecher genannt. Sie helfen beim Ankommen und Fokussieren der Teilnehmer, denn wir sind gedanklich noch im letzten Meeting. Wir müssen uns jetzt erstmal einstellen, erstmal ankommen
umschalten, worum geht's hier eigentlich? Und da helfen so kleine Spiele zur Aufwärmung, die außerdem auch noch gute Stimmung verbreiten. Und hier kann man zum Beispiel auf digitalen Whiteboards zusammen Bilder malen. Aber man kann auch die Stimmung der Teilnehmer erstmal abfragen. Das ist auch meistens immer sehr witzig, über Katzenbilder, über Smileys. Und versuchen Sie auch mal zu Beginn eines Meetings Musik einzuspielen. Das zaubert immer allen direkt ein Lächeln aufs Gesicht. Habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Wichtig ist aber auch, dass wir das Gruppengefühl fördern. Wir haben jetzt im Homeoffice keine Kaffeeküche mehr, wo wir die Kollegen treffen und einfach mal einen Plausch halten können. Wir treffen uns nicht mehr auf dem Flur, um uns gerade mal auszutauschen. Und ich habe selber auch festgestellt, man wird im Homeoffice so ein bisschen zum Einzelkämpfer. Man ist für sich, man macht sein Ding, man hat die anderen Kollegen seit Wochen nicht gesehen und schon lange nicht mehr gesprochen. Und das ist ein Problem, da geht das Teamgefühl verloren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns etwas überlegen, Meetings aufsetzen, in denen es nicht nur rein um Arbeit geht. Ich empfehle da virtuelle Weinabende, manche machen gemeinsam Gaming-Sessions. Es gibt diese Brownback-Sessions, das ist die Brownback, die braune Lunchtüte, die man mitbringt, um gemeinsam vorm Computer Mittag zu essen und zu schwätzen. Und besonders wertvoll sind die 1-und-1-Gespräche. Rufen Sie Kollegen an und reden Sie mal nicht über die Arbeit, reden Sie darüber, wie lief deine Woche, was machen die Kinder, wie läuft es bei dir gerade privat. Es ist unglaublich, wie viel man da eigentlich auch erzählt bekommt und wie sehr das die Verbindung wieder aufleben lässt und man fühlt sich viel mehr als Team und viel mehr verbunden. Ganz wichtig ist aber auch, hören Sie aktiv zu. Dafür ist es wichtig, erst einmal Blickkontakt aufzubauen. Stellen Sie die Kamera so ein, dass sie auf Augenhöhe ist und Sie direkt reinschauen können. Sonst wirken Sie schnell abwesend und desinteressiert. Ganz wichtig ist auch, Aufmerksamkeit zeigen. Reagieren Sie auch auf das, was gesagt wird. Machen Sie mal ein Hm, ein Ja, geben Sie eine Gestik, dass der andere auch merkt, Sie passen auf und sind gedanklich dabei. Hier mal ein Beispiel zum Vergleich. Von welchem Bild fühlen Sie sich mehr angesprochen? Auf dem ersten Bild schaue ich direkt in die Kamera und gebe eine Gestik, um zu bestätigen, was ich gehört habe. Und auf dem anderen höre ich genauso zu, aber weil die Kamera falsch eingestellt ist und sich das Remote-Tool auf einem anderen Bildschirm befindet, sieht es so aus, als würde ich gerade meine E-Mails checken. Insofern ist es immer besser, die Kamera wirklich auf Augenhöhe und frontal auszurichten. Aktives Zuhören ist aber mehr, als immer mal zu nicken und Hm und Ja zu sagen. Aktives Zuhören bedeutet, dass man immer mal wieder zurückspiegelt, was man verstanden hat. Und das ohne es bereits zu bewerten, eine Maßregelung einzubauen oder irgendein Urteil zu fällen. Kurz in eigenen Worten wiedergeben, was man verstanden hat. Vorsicht, werden Sie dabei nicht zum Papagei und wiederholen wortwörtlich, was derjenige gesagt hat, sondern wirklich die konkreten Inhalte nochmal widerspiegeln. Dadurch fühlen sich Menschen dann sehr verstanden und sie merken, mir wurde gut zugehört. Das ist eine gute Basis für ein gutes Gespräch. Der Psychologe Albert Mehrabian von der Universität von Kalifornien hat 1971 mal eine Untersuchung gemacht. Was ist eigentlich ausschlaggebend bei der Wirkung und Beurteilung einer Botschaft? Hier sind die Zahlen, worauf bei einem Gespräch geachtet wird. Und man ist erstaunt, gerade mal 7% vom Inhalt des Gesagten spielen da eigentlich rein. Vielmehr sind 38% auf die Sprechtechnik bezogen und zu 55% ist die Körpersprache ausschlaggebend, wie eine Botschaft bei uns wirkt und wie sie beurteilt wird, also der größte Teil. Auch hier merkt man wieder, schalten Sie die Webcams an. Wir Menschen, wir sind visuelle Wesen. Wir sind darauf trainiert, Gesichter zu erkennen und Gesichtsausdrücke zu interpretieren. Und eine angestellte Webcam baut eine persönliche Verbindung auf. Wenn Sie Ihre Webcam anhaben, dann nutzen Sie diese auch. Zeigen Sie Ihre Mimik und Ihre Gestik. Schenken Sie Ihrem Gesprächspartner Ihren Blick. Und am besten ist, wenn die Kamera auch noch ein bisschen von ihrer Gestik, also von ihren Handbewegungen einfängt, damit sie ihr das Gesagte untermalen können, betonen können und sie wirken damit auch natürlicher und authentischer und können überzeugen.
Achten Sie bei der Gelegenheit aber auch auf die Gestik und Mimik Ihrer Teilnehmer. Und hier vor allem dann auf die Position der Hände und auf den Ausdruck im Gesicht, denn die gesamte Körpersprache können wir ja durch die Videokamera leider nicht mehr wahrnehmen. Ich habe mal ein paar typische Meeting-Gesten zusammengetragen, die ich häufig in Meetings sehe und die ich Ihnen gerne mal interpretieren möchte. Da haben wir zum Beispiel einmal die Hand-Mund-Geste. Wenn Leute mit einzelnen Fingern ihren Mund bedecken, sei es beim Sprechen oder sei es beim Nachdenken, dann ist das immer ein Zeichen von Skepsis. Das, was Ihnen gerade präsentiert wird, ist Ihnen nicht so ganz geheuer. Sie denken darüber nach. Innerlich haben Sie eine andere Meinung, die Sie aber nicht sagen oder aber bewusst verschweigen. Es gibt aber auch die Hand-Kinn-Gesten. Die kann man gut beobachten, wenn jemand nachdenkt, wenn man den Inhalt prüft, wenn man Sachverhalte bewertet oder eine Entscheidung trifft. Nicht zu verwechseln, aber bitte mit dieser Form der Hand-Kinn-Geste. Hier ruht der Kopf mit dem ganzen Gewicht auf der Faust oder auf der Hand. Das ist immer ein Zeichen davon, dass derjenige gelangweilt ist oder auch müde. Eine ähnliche Geste ist die Hand-Wange-Geste. Hier ruht auch das Gesicht in der ganzen Hand, bedeckt Mund und auch Ohr. Und auch das ist meistens ein Zeichen für Müdigkeit, für Gleichgültigkeit, für Langeweile. Was ich auch in Meetings schon gesehen habe, ist die sogenannte Hand-Hals-Geste. Derjenige möchte sich an den Hals fassen, moduliert das dann aber ab, indem man sich in den Nacken fest oder an den Kragen oder bei Damen gerne an die Kette. Und das ist häufig ein Zeichen dafür, dass man Sorge, Betroffenheit oder Unbehagen irgendwie fühlt. Man will da instinktiv seine Kehle schützen, den Blutdruck senken. Das ist häufig ein Zeichen, dass man sich in der Situation nicht sehr wohl fühlt. Ich möchte aber an der Stelle betonen, man darf natürlich diese Gestiken und Mimiken nicht überinterpretieren. Ja, man kann natürlich auch einfach mal müde sein, weil man eine lange Nacht hatte und nicht, weil Ihr Vortrag so sehr langweilig ist. Und genauso kann man sich auch mal am Kragen kratzen, ohne dass man schwere Sorgen mit sich herumschleppt. Aber dennoch kann es nützlich sein, mal ein bisschen darauf zu achten, wie mein Gesprächspartner reagiert. Und wenn vielleicht alle in der Runde gerade Müdigkeitssignale aussenden, dann wäre es Zeit für eine Pause. Oder wenn ich bei einer Retrospektive vielleicht merke, dass einer im Team sich nicht so wirklich wohlfühlt, sprechen Sie den danach ruhig nochmal an. Das sind kleine Indizien, die vielleicht helfen, die Kommunikation zu verbessern. Wenn Sie bei dem, was Sie sagen, auch mit abwertenden Gestiken konfrontiert sind, jemand schüttelt den Kopf, währenddessen Sie reden, leiert mit den Augen, auch das kann passieren, dann schlage ich immer vor, denjenigen einfach konkret anzusprechen. Bleiben Sie dabei sachlich und neutral und freundlich und fragen Sie einfach, du schüttelst mit dem Kopf, bist du nicht einverstanden oder du verdrehst die Augen, bist du etwa anderer Meinung? Versuchen Sie einfach ein Gespräch aufzubauen, bleiben Sie dabei freundlich und hören Sie sich an, was derjenige gesagt hat. Gestiken können ein guter Anlass sein, um ein Gespräch zu vertiefen. Gehen Sie ruhig darauf ein. Kommen wir zum zweiten Punkt der Strategie, Interesse für Interaktion wecken. Auch hier nochmal ein paar Zahlen für Sie. Die Untersuchung von Intercall hat ergeben, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen sehr gering ist und dass sie viele andere Tätigkeiten während einer Telefonkonferenz machen. Wir haben hier zu 65% sind die Teilnehmer damit beschäftigt, andere Arbeit zu erledigen, zu 63% E-Mails zu senden, 55% essen nebenbei oder machen sich Essen, bereiten sich Essen zu, ganze 47% gehen auf die Toilette und überraschenderweise nur 1% beschäftigt sich mit dem Smartphone. Wie man sieht, in der Summe ergibt das nicht 100%. Das bedeutet, dass diejenigen viele Aufgaben sogar noch parallel machen. E-Mails senden, währenddessen sie Essen zubereiten oder andere lustige Kombinationen. Das ist auch ganz verständlich, denn auf den Bildschirm zu schauen, ist eine ziemlich passive Angelegenheit. Und unser Hirn ist so getrimmt, dass es auf
Abwechslung und auf Aktion reagiert. Und einfach nur auf einen Bildschirm starren, wo nicht viel passiert, das spornt unser Gehirn regelrecht dazu an, uns Abwechslung zu suchen und etwas anderes zu machen. Und auch hier kann ich nur wieder den Tipp geben, versuchen Sie, dass die Teilnehmer die Kamera anmachen, denn wer beobachtet wird, der wird sich wohl wenig Zeit dafür nehmen können, irgendwie seine Haustiere zu versorgen oder sich einen Topf Nudeln aufzusetzen. Das diszipliniert natürlich auch, weil man beobachtet wird und das kann sehr viel für die Meetingkultur beitragen. Wie schaffe ich es jetzt, meine Gesprächspartner zu aktivieren, damit sie eben nicht nebenbei gedanklich abdriften? Am besten schaffen Sie das mit Interaktion. Versuchen Sie, möglichst viel Abwechslung in Ihre Meetings reinzubringen. Nutzen Sie zum Beispiel einen Chat, in dem Sie auch mal ein paar lockere, lustige Sachen posten, in dem sich die Teilnehmer untereinander noch zusätzlich austauschen können. Führen Sie Umfragen durch. Es gibt da einige Tools im Internet, die Sie dafür nutzen können, um zum Beispiel nach einer Pause wieder ein bisschen Auflockerung herzustellen. Sie können auch Diskussionen nutzen. Sie können die Mitarbeit fordern, indem Sie konkret Ihre Kollegen auffordern, bitte liste mir doch mal auf. Und Sie können natürlich auch viele Fragen stellen. Auch das ist wieder ein Trick, wo unser Gehirn entsprechend gepolt ist. Sobald wir eine Frage stellen, hören wir auf, über das, worüber wir nachdenken, nachzudenken und fokussieren uns auf die Frage. Das heißt, bauen Sie immer mal Fragen ein, zum Beispiel, wie sehen Sie die Situation? Wie können wir das und das lösen? Ich frage mich, was passieren würde, wenn? Stellen Sie das in die Runde und das Gehirn kann nur einen Gedanken verfolgen und wird sich auf diese Frage fokussieren. Wichtig ist aber auch, damit die Leute aktiv bleiben, Pausen machen. Zum einen im Inhalt, gliedern Sie am besten Ihren Inhalt in einzelne kleine Segmente, die man gut dann einteilen kann, und machen Sie bei Remote-Meetings jede Stunde 10 Minuten Pause. Das ist meine Empfehlung, das hat sich bewährt. Das klingt jetzt erstmal viel, denn früher sind wir bei Meetings ja auch teilweise 2 Stunden in einem Raum gewesen ohne Pause. Aber Remote ist einfach ein anstrengenderes Arbeiten. Wir sind praktisch vor den PC gefesselt. Da muss man auch mal aller Stunde aufstehen, sich die Beine vertreten, mal lüften, mal sich ein Getränk holen. Das ist wichtig und das hält die Teilnehmer auch motiviert und aktiviert. Ein weiterer Trick ist es, für Aktionen auf dem Bildschirm zu sorgen. Auch hier ist das wieder typisch Mensch. Wenn sich was bewegt, folgen wir dem mit den Augen und unsere Aufmerksamkeit ist darauf fokussiert. Und deswegen nutzen Sie am besten möglichst viele Inhalte, die Sie teilen und lassen Sie auf dem Bildschirm immer mal etwas passieren. Sie können den Bildschirm teilen, aber wichtig ist, machen Sie ihn auch wieder aus, wenn Sie das, was besprochen wird, nicht mehr präsentieren wollen. Dafür können Sie bei der PowerPoint-Präsentation auch gut die Taste B nutzen. Dann wird der Bildschirm einfach schwarz und Sie können sich auf das Gespräch fokussieren und die Teilnehmer lesen nicht nebenbei noch die Präsentation, die im Hintergrund am Laufen ist. Denn es ist wichtig, dass Sie keine Inhalte zeigen, die gerade nicht Thema sind. Wie gesagt, der Mensch kann sich immer nur auf eins konzentrieren und dann hat er die Entscheidung, lese ich mir die Folie durch oder höre ich zu, was derjenige sagt. Deswegen nehmen Sie diese Entscheidung ab und entscheiden Sie, was man sieht. Wichtig ist auch, gemeinsam an Inhalten zu arbeiten. Das kann auch sehr einbindend wirken für Ihre Gesprächsteilnehmer. Nutzen Sie zum Beispiel PowerPoint-Formate, um gemeinsam mit Post-its zu arbeiten. Nutzen Sie Confluence, um gemeinsam Dokumentation zu erstellen, wo alle direkt gleichzeitig daran arbeiten und im Meeting daran schreiben. Oder nutzen Sie andere Tools, um zusammen PDFs zu bearbeiten, mit vielen Klicks verbunden mit Links, die eingetragen sind, damit auch hier wieder Aktion entsteht. So können Sie Ihre Teilnehmer gut einbinden und motivieren. Der dritte Punkt ist sehr wichtig, Missverständnisse und Konflikte vermeiden. Denn wir wollen sie am besten gar nicht entstehen lassen. Wenn es erstmal gekracht hat, ist das Remote sehr schwierig. Sie können danach nicht ins Büro gehen und mal schauen, wie reagiert mein Kollege? Ist der ganz gut drauf oder ist der sauer? Das haben wir jetzt hier nicht. Derjenige ist dann offline und am nächsten Tag treffen wir ihn im nächsten Remote-Meeting wieder und keine Ahnung, wie dann die Stimmung ist. Deswegen am besten gar nicht erst entstehen lassen. Und dafür habe ich auch ein paar Tipps für Sie. Zum einen
sprechen Sie in klaren Worten. Das beginnt schon damit, dass man sich Zeit nimmt für ein Meeting. Ich weiß, das ist einfacher gesagt als getan, aber versuchen Sie sich im Kalender Fokuszeit vor und nach dem Gesprächstermin zu blocken, damit Sie sich in Ruhe darauf vorbereiten können und auch im Nachhinein gegebenenfalls nochmal einen Kollegen anrufen können, wo Sie das Gefühl hatten, der war jetzt nicht ganz so zufrieden mit der Aktion. Das ist wichtig, dass man sich dafür extra Zeit einplant und davon werden Sie unglaublich profitieren, wenn Sie das machen. Meistens ist es ja so, dass es aktuell aufgrund der Remote-Situation so läuft, dass man einfach von einem Meeting ins andere switcht. Früher hatten wir noch die Wegestrecke von einem Gebäude ins andere oder von einem Meetingraum in den anderen. Da hatte man dann wenigstens mal 10 Minuten, um durchzuatmen. Das ist jetzt alles nicht mehr und deswegen müssen wir das blocken im Kalender, um das wiederherzustellen. Man braucht diese kleine Pause zwischendrin. Wenn Sie nicht ohne Ablenkung an einem Termin teilnehmen können, weil Sie eigentlich noch eine Präsentation fertig machen müssen, dann streichen Sie den Termin. Es macht keinen Sinn, nur mit halbem Ohr zuzuhören und nebenbei was zu machen. So wird nie ein gutes Gespräch gelingen. Da muss man auch mal mutig sein und sagen, nein, wir verschieben den Termin, es hat keinen Zweck. Ich kann dir gerade nicht zuhören, mein Kopf ist zu voll. Wichtig ist auch, nur eindeutige Aussagen zu formulieren. Man kann ja im echten Leben auch gerne Ironie und Witz verbinden. Das hat natürlich damit zu tun, dass man dann mit Gestik, mit dem Tonfall, wie man das sagt, die Sachen eindeutig kennzeichnen kann als Ironie. Aber in Remote-Meetings ist das immer schwierig. Wenn man da mit irgendwelchen Gestiken arbeitet, guckt vielleicht gerade keiner hin und dann ist das schon in den falschen Hals gelangt und man muss die Scherben wieder auflesen. Deswegen verzichten Sie auf Ironie, auf Anspielungen, auf Witze, sprechen Sie nur eindeutige Aussagen. Und außerdem ist wichtig, die 4 Seiten einer Nachricht zu beachten. Auf die werde ich gleich noch genauer eingehen. Aber schon mal vorweg gesagt, geht es hier darum, einzukalkulieren, dass die Botschaft, die Sie aussagen, beim Empfänger ganz anders ankommen kann, als Sie denken. Die 4 Seiten einer Nachricht ist ein Modell von Friedemann Schulz von Thun aus der Kommunikationspsychologie und sie sagt aus, dass eine Äußerung immer 4 Seiten hat. Einmal den Sachinhalt, den Appell, die Beziehungsebene und die Selbstkundgabe. Der Sachinhalt ist das, was die reine Sachinformation ist an meiner Aussage. Die ist entweder wahr oder falsch. Die Appellseite drückt aus, was ich bei dem anderen erreichen möchte. Und die Beziehungsebene ist das, was ich von demjenigen halte oder wie ich mit ihm zueinander stehe. Häufig ausgedrückt durch Gestik und Mimik. Und dann gibt es noch die Selbstkundgabe. Das ist das, was ich in dem Moment, wenn ich die Nachricht ausspreche, von mir selbst offenbare. Diese 4 Seiten hat eine Nachricht, wenn ich sie spreche. Das heißt, ich spreche eigentlich mit 4 Mündern. Und diese Seite hat eine Nachricht, wenn ich sie höre als Empfänger, habe ich dann auch 4 Ohren, weil ich die Nachricht in 4 verschiedenen Weisen interpretieren kann. Um mal ein Beispiel zu geben, Sie sind Scrum Master und möchten mit Ihrem Team darüber reden, dass in dem letzten Sprint noch 4 offene Stories waren. Das ist der reine Sachinhalt, das ist wahr oder falsch. Sie könnten aber in dieser Aussage auch einen Appell drin haben. Zum Beispiel möchten Sie, dass das Team jetzt mit Ihnen gemeinsam schaut, woran das eigentlich liegt. Auf der Beziehungsebene meinen Sie, dass Sie das Team für Experten halten und deswegen sich sicher sind, dass Sie es Ihnen erklären werden können. Und in der Selbstkundgabe geben Sie in dem Moment ja auch zu, dass Sie nicht wissen, woran es liegt, dass die Stories noch offen sind. Sie brauchen in dem Moment Hilfe. Bei Ihrem Entwicklerteam kann das aber ganz anders ankommen. Wir haben zwar den gleichen Sachinhalt, wir hatten im letzten Sprint 4 offene Stories. Aber auf der Appellebene könnte ein Ohr hören, ihr solltet wirklich mal besser arbeiten. Auf der Beziehungsebene könnte ankommen, auf euch ist absolut kein Verlass. Und bei der Selbstkundgabe könnte der Entwickler denken, mir geht als Scrum Master echt langsam die Geduld aus. Und hieran sieht man, dass Meinungen, Nachrichten, Aussagen ganz anders beim Empfänger ankommen können. Und darauf muss man sich einstellen, das muss man wissen, wenn derjenige komisch reagiert. Vielleicht mal sich fragen, mit welchem Ohr könnte der das jetzt gehört haben?
Wenn es nun passiert, dass Ihre Nachricht in das falsche Ohr des Empfängers gelangt ist, er reagiert verärgert mit einer unfreundlichen oder spitzen Bemerkung, dann empfehle ich folgendes Vorgehen, weil wir wollen ja Konflikte, wenn möglich, vermeiden. Erst einmal, wenn Sie eine spitze Bemerkung zugeworfen bekommen, Ruhe bewahren. Ja, viele denken immer, jetzt ist es wichtig, möglichst gut zu kontern und direkt eins draufzusetzen. Falsch. Erstmal Ruhe bewahren, durchatmen, warten, bis sich der Puls wieder gelegt hat und dann weiter vorgehen. Prüfen Sie die Aussage mit einem Qualitätscheck. Ist da an dieser Kritik was dran? Viele Leute sind überhaupt nicht in der Lage, Kritik sachlich auszudrücken. Bei denen kommt das immer schief rüber. Deswegen auch mal ruhig fragen, ist das jetzt einfach nur eine Unverschämtheit oder hat derjenige mir tatsächlich was zu sagen, was für mich auch wertvoll ist, was ich annehmen kann? Und dann empfiehlt es sich, einfach immer um Klarstellung zu bitten. Fragen Sie denjenigen, warum sagst du mir das? Was möchtest du bei mir erreichen? Gibt es etwas, was du mir sagen willst? Fragen Sie neutral und freundlich nach und erwarten Sie aber auch, dass es jetzt in ein konstruktives Gespräch geht. Und damit bleiben Sie souverän. Sie lassen sich nicht auf einen Schlagabtausch ein, sondern Sie zeigen, dass Sie über den Dingen stehen und dass Sie bereit sind, ein konstruktives Gespräch mit demjenigen zu führen. Genauso kann es aber auch sein, dass Sie mal etwas Störendes ansprechen möchten. Beispielsweise, wie der Scrum Master in dem Beispiel zu seinem Team etwas sagen möchte, was ihm negativ aufgefallen ist. Und hier empfiehlt sich die 3W-Methode, um möglichst schonend seine Kritik zu äußern und niemanden dabei auf den Schlips zu treten. Habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. 3W, weil sie sich aufbaut mit Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch. In der Stufe Wahrnehmung beschreiben Sie, was Sie stört. Mir ist aufgefallen. Ich habe beobachtet das. Im Bereich Wirkung beschreiben Sie, wie es Ihnen dabei geht. Das kann ganz sachlich sein. Das führt dazu das. Es kann aber auch persönlich sein. Ich fühle mich deswegen so und so. Und im dritten Abschnitt Ihrer Aussage kommt dann der Wunsch. Sagen Sie, was Sie sich wünschen, was Ihre Bitte ist. Ich schlage vor, für mich ist wichtig das. Wichtig, es darf keine Drohung sein, kein Vorwurf oder eine Diktatur, sondern eine Bitte und ein Wunsch. Am Beispiel jetzt vom Scrum Master könnte er sagen, mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit unsere Dailies immer länger als 15 Minuten dauern. Das führt dazu, dass viele Kollegen in Probleme kommen mit ihren Anschlussmeetings oder einfach nur dabei sitzen bei Diskussionen, die sie gar nicht betreffen. Und ich schlage vor, dass wir uns wieder einen Timer stellen und mehr darauf achten, die 15 Minuten einzuhalten und die Themen, die noch besprochen werden müssen, im Nachhinein nur mit den Kollegen durchführen, die es auch wirklich interessiert. Schonender kann man eine Störung sozusagen nicht kommunizieren. Mit der 3W-Methode kann man eigentlich immer sicher sein, es gut genug auszudrücken und damit keinen Konflikt zu verursachen. Ich will nochmal zurückschauen, was wir jetzt alles besprochen haben. 3 Punkte hatten wir in unserer Strategie. Einmal sich dem Gesprächspartner zuwenden, bauen Sie Kontakt auf, hören Sie aktiv zu und setzen Sie Ihre Mimik und Gestik ein. Als zweites wecken Sie Interesse an Interaktion, indem Sie Ihre Gesprächspartner aktivieren. Und vermeiden Sie Missverständnisse und Konflikte, indem Sie in klaren Worten sprechen, die 4 Seiten einer Nachricht beachten, bei Ärger Ruhe bewahren und Störendes über die 3W-Methode ansprechen. Ganz wichtig ist mir zum Ende nochmal zu betonen, machen Sie die Kamera an und fordern Sie auch Ihre Teamkollegen auf, ebenso die Kamera anzumachen. Kündigen Sie das aber bitte vorher an. Beginnen Sie jetzt nicht direkt morgen damit, alle zu überrumpeln, die Kamera anzumachen. Wer das nicht gewohnt ist, ist vielleicht nicht in der richtigen Verfassung, um sich zu zeigen. Deswegen kündigen Sie das an und im besten Fall erarbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team ein Remote-Regelwerk, was dann entsprechend auch für alle nachvollziehbar ist und worauf sich alle committed haben. Sie werden sehen, wenn die Kameras an sind,
gelingen die Gespräche viel besser. Und damit wünsche ich viel Erfolg bei Ihren nächsten Remote-Meetings und bedanke mich fürs Zuhören. Damit sind wir wieder zurück und ich lehne meinen Kopf nicht nur so auf meine Hand. Ihr habt ja alle gerade zugehört. Und meine Geste spielt ja gar keine Rolle, habe ich auch im Chat gerade gelernt. Ich danke schon mal der Katrin für diese wahnsinnig vielen Einblicke. Da waren, glaube ich, ziemlich viele spannende Ideen, Impulse dabei, über die man mal diskutieren kann. Und die Katrin ist jetzt auch live dazugeschaltet. Vielen Dank, wie gesagt, Katrin. Gerne. Und wir haben so ein paar Fragen im Chat, die habe ich mir aufnotiert. Und ich würde gerne auch direkt da mal einsteigen, nämlich mit einer, die tatsächlich auch ein Teilnehmer. Der Teilnehmer hat es gar nicht als Frage geschrieben, sondern der Wortlauf war, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, immer blöd, wenn man die Webcams nicht anschalten soll, damit das Unternehmensnetzwerk nicht zusammenbricht. Und genau das habe ich tatsächlich. Es gibt eine große Wiesbadener Firma mit über 5000 Leuten, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, von dem ich aus Insiderwissen weiß, die gesagt bekommen haben, mach bloß nicht die Kamera an, sonst schmiert hier unser Server ab. Und das ist natürlich eine willkommene Ausrede, um sie immer schön auszulassen. Hast du das auch schon erlebt, Katrin? Ja, also ich habe schon, ehrlich gesagt, mit der Frage gerechnet. Ich wusste, dass die kommen wird, weil ich kenne das auch und ich habe das auch schon so oft gehört. Natürlich, ja, wenn das jetzt von oberster Stelle untersagt ist, dann kann man da auch nichts gegen tun. Müsste man mal überlegen, wie man da vielleicht für mehr Verständnis irgendwie sorgen kann, dass das mal ermöglicht wird, dass dann auch größere Bandbreiten herrschen. Aber man kann ja zumindest, wenn man in kleineren Meetings ist, also vielleicht nicht mit im großen PI-Planning mit 100 Leuten, sondern wenn man in der Team-Retrospektive ist, dann hat man vielleicht ein HR-Team von 5 bis 7 Leuten. Ich denke, da sollte es schon möglich sein, die Kamera auch wirklich anzumachen und natürlich in Zweiergesprächen sowieso. Also dann würde ich es auf die kleinen Meetings beschränken und die größeren, ja, dann halt hinnehmen. Dann könnte man vielleicht die Vereinbarung treffen, immer wenn man spricht. Also wenn man in einem PI-Planning dran ist und auch was spricht, dass man dann für den Moment die Kamera anmacht und die zuhören, die lassen die Kamera aus. Ja. Wäre mein Vorschlag. Ja, gut. Dann noch eine andere Frage aus dem Chat. Du hast ja auch schon gesagt, also Icebreaker, ich meine, das kennen wir eigentlich auch von Retros, die wir zusammen vor Ort gemacht haben, dass es irgendwie ein Check-in oder ein Icebreaker braucht. Mhm. Und auch vor Ort hat man immer wieder gemerkt, dass Leute das eigentlich doof finden, sich dagegen sträuben. Wie gehst du in Remote-Situationen mit sowas um? Ja, also ich habe die Frage auch im Chat schon vorhin gesehen und drüber nachgedacht. Also ich kenne das, dass es manchmal Leute gibt, die haben da keine Freude dran und die würde ich auch nicht dazu zwingen. Ich habe schon einige gute Vorschläge gesehen im Chat, zum Beispiel dann eher mit Brainstorming arbeiten oder mit kleinen Aufgaben. Würde ich akzeptieren, wenn jetzt wirklich Leute dabei sind, die gar nicht damit umgehen können. Ich würde mich jetzt aber aus der Perspektive des Coaches natürlich fragen, was ist in dem Team los, dass die sich da so schwer tun, auch mal lustig zu sein, ja, auch mal irgendwie ein Stimmungsbarometer zu machen oder andere Sachen zum Aufwärmen. Also es könnte ja auch ein Indiz dafür sein, dass irgendwie in der Teamkultur was nicht stimmt, dass man vielleicht nicht offen genug gegenüber ist, dass man da so ein bisschen verklemmt ist. Was ich auch empfehlen kann, ist es einfach mal zu probieren und mal auszuhalten. Also auch, dass die Leute erstmal stöhnen und mit den Augen leiern, aber durchziehen, weil meistens haben wir dann am Ende doch ziemlich viel Spaß und sind beim nächsten Mal wesentlich aufgeschlossener. Also ich würde es mal probieren und auch mal durchziehen, auch wenn mich dann keiner mehr leiden kann. Und wenn ich aber merke, es wirklich, auch ich mache das schon das zweite, das dritte Mal und die werden damit einfach nicht warm, dann würde ich es aber auch lassen. Aber viele können auch schon vom Gegenteil überzeugen. Ja, wie gesagt, das erlebe ich ja vor Ort auch immer. Und ich bin eigentlich auch so jemand, der sich erstmal ein bisschen sträubt. Und also, das ist jetzt genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Ich finde das sogar eigentlich für mich, finde das Remote sogar einfacher. Ja, also
gerade so, wir wählen ein Katzenbild aus oder so, das ist ja total niedrigschwellig, da muss ich ja nicht, also ist ja was anderes, als wenn ich hier irgendwie, weiß ich nicht, Ringelpiez mit anfassen vor Ort machen muss. Also ich finde das, ich habe das sogar erlebt, dass die Leute das viel eher noch annehmen, weil da irgendwo so ein Bildchen oder ein Punkt auf eine Katze zu ziehen, ist ja eigentlich, ja, sagen wir mal, braucht nicht viel Überwindung. Mit dem Tool an sich zu arbeiten und dann sind die Leute ja, schon, genau. Das Tool haben die dann Spaß daran, ja, rumzuspielen. Es, ja, kommt auch gut, wenn man natürlich sich ein paar Verbündete sucht, zum Beispiel im PI-Planning und dann eben dann auch vielleicht die Chefs sozusagen, die Leute aus dem Management, die vielleicht dabei sind, auch bewegt, damit zu machen. Dann ist direkt natürlich die Hürde kleiner, dass man selber auch mitmacht und zusammen ein Bild malt. Also es kommt immer gut, wenn auch die hohen Herrlichkeiten sich dann herablassen und Post-its verteilen. Also das macht sich gut im Vorfeld, da vielleicht die Leute anzusprechen und zu sagen, hier, wir haben da so einen Eisbrecher vor, wir wären dir sehr verbunden, wenn du direkt mitmachen würdest. Das wäre auch gut. Ja. Okay. Eine andere Frage oder auch eher ein Kommentar war noch nach der Größe der Meetings. Also wenn wir jetzt irgendwie, ich meine auch so ein PI-Planning mit über 100 Leuten oder sowas, geht da überhaupt Interaktivität? Hast du da Erfahrung zu? Ja, wir waren auch erstaunt, wo wir das die ersten Male gemacht haben, aber das geht mit diesen digitalen Whiteboards ziemlich gut. Also zum Beispiel Miro, Concept Board gibt es ja dann noch und andere Varianten. Und es ist kein Problem, dass so viele Leute zum Beispiel diese Pünktchen nehmen und auf ein Katzenbild schieben oder irgendwelche Post-its verschieben, um irgendwo Brainstorming zu betreiben. Das klappt gut. Also das kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Das klappt, ja. Mhm. Dann habe ich noch eine andere Frage gelesen, die im Chat sogar teilweise auch schon beantwortet war. Gibt es denn auch Beispiele für Remote-Regelwerke? Da hat jemand auch einen Link schon gepostet von Marc Löffler, glaube ich, den ich auch kenne. Grüße von hier. Hast du da aber Konkretes, was du mal nennen kannst? Oder? Also man findet da schon jede Menge, auch im Internet haben sich schon einige Gedanken drüber gemacht. Auch die Lisette, unsere Keynote-Speakerin, hat dazu was online auf ihrer Seite. Aber das ist im Prinzip kein großes Hexenwerk. Also im Prinzip wie so eine Definition of Ready oder Definition of Done, die man auch mit dem Team zusammen zusammenträgt. Und da könnten jetzt Sachen drinstehen wie, wir haben alle unsere Kamera an, es sei denn, es gibt irgendeinen Grund, also es kann man natürlich auch mal Ausnahmen gelten lassen, ja, dass wir zum Beispiel alle dieses Tool nutzen, dass Fragen könnte man zum Beispiel klären, sollen Fragen immer nur in den Chat. Oder hebt man da die Hand, stellt man die direkt? Solche Sachen könnte man dort dann einbauen. Oder ob man sich zwischendrin immer stumm schaltet oder ob man die ganze Zeit das Mikrofon anhat. Das ist nämlich auch eine interessante Frage. Auf der einen Seite stört es natürlich weniger, wenn man das Mikrofon immer ausmacht. Dann kann niemand hören, dass gerade hinten die Tür klingelt. Oder der Hund bellt, aber auf der anderen Seite fallen so viele Reaktionen weg, weil man ja dann ganz oft mal irgendwie lacht oder irgendein kleines Kommentar gibt und das hört man dann nicht, weil man kann sich gar nicht so schnell unmuten, um mal so eine spontane Reaktion rüberkommen zu lassen. Mhm. Und deswegen bin ich eigentlich ein Fan, wenn die Mikrofone anbleiben, zumindest in kleinen Runden, ja. Natürlich in großen Meetings wie im PI-Planning oder ein Inspect into Depth Workshop, da wäre viel zu viel Tumult, ja. Das wäre auch ein Punkt, den man in so einem Remote-Regelwerk beschreiben könnte. Ja. Eine andere Frage, die auch im Chat war, die darauf auch ein bisschen abzielt, war, wie kommuniziere ich meinem Gegenüber auf schonende Weise, nicht vom Thema abzuschweifen beziehungsweise den Fokus zu verlieren? Hast du da auch noch Ideen zu? Nicht vom Thema abzuschweifen. Ja, oder zu stark in irgendwelche Details abzuschweifen. Ne? Also es geht dann in die Detaildiskussion und dann diskutieren nur noch zwei Leute von 50 und alle und die 48 anderen langweilen sich. Ja, so eine richtige sanfte Methode. Ja, ist ein bisschen schwierig. Also es kommt darauf an, aus welcher Rolle man das auch macht. Also ich bin ja auch teils als Scrum Master unterwegs und da nehme ich mir dann schon das Recht raus, auch mal reinzugrätschen und wirklich zu sagen,
sagen, sorry Leute, ich muss euch jetzt mal einfangen. Ja, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, es sind noch 5 Minuten, wir müssen jetzt mal gerade wieder zurück zum Punkt kommen. Ja, oder auch beim Daily würde ich dann auch ziemlich knallhart sagen, so Leute, wir müssen das jetzt mal andermal besprechen, wir sind hier beim Daily, macht das bitte hinten dran. Also muss man ein bisschen situativ gucken, aber wenn man jetzt zum Beispiel der Coach ist und der Facilitator und wirklich der ist, der auf die Uhrzeit achtet, würde ich relativ hart reinkrätschen. Das hätte man dann schon das Recht auch dazu. Ja, denke ich schon. Mhm. Ja, unser Zuhörer Paul Böhme aus dem Chat, der schlägt zum Beispiel vor, oder beziehungsweise Sie haben als Bestandteil Ihrer Etikette oder Remote-Regelwerks gemacht, dass man einfach die Hand hebt, wenn man denkt, das geht zu tief rein. Und dann wahrscheinlich sieht, okay, jetzt heben alle Leute die Hand, also sollten wir wohl hier abbrechen. Finde ich auch noch eine ganz nette Idee. Ist ein guter Hinweis, das bringt mich auf eine andere Idee. Die Lisette hat ja in der Keynote auch diese Karte gezeigt, diese Meeting-Karten, und es gibt auch diese Elmo-Karten, ja, Elmo für Enough, Let's Move On, die man dann auch gerne hochhalten kann, um zu sagen, hier, das Thema interessiert mich mal gerade gar nicht. Und wenn natürlich nicht nur eine, sondern vielleicht sogar mehrere Elmo-Karten hochgehen, dann ist es wirklich eindeutig, dass man das Thema mal wechseln sollte. Ja, das ist auch eine gute Idee, mit den Karten oder mit den Handzeichen. Okay, gut, das waren die Fragen im Chat. Eine war noch, also wir haben uns ja vorher noch ein bisschen abgesprochen und da habe ich dich gefragt, wie sieht es denn mit der gewaltfreien Kommunikation aus? Weil das für mich, also ich finde das ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt und was ich irgendwie sehr interessant finde. Und du hast gesagt, wir reden lieber nicht drüber, weil wenn wir dieses Fass aufmachen, dann wird's lang vielleicht und kompliziert. Und jetzt wollte ich zumindest noch mal kurz anreißen. Du hast ja, wie gesagt, im Talk hast du ja schon so ein paar Sachen auch drin gehabt. Hast mir eben erzählt, ich habe es mit Absicht nicht gewaltfreie Kommunikation genannt. Ja, aber da ging es ein bisschen um die Formulierung, wie man vielleicht besser formulieren kann. Wie erlebst du das in der Praxis? Also du nennst es dann am liebsten auch nicht gewaltfreie Kommunikation. Ja, also ich habe das jetzt auch bewusst in der Präsentation weggelassen, weil ich finde, dafür war die Zeit jetzt zu knapp, um das jetzt auch noch aufzumachen, weil gewaltfreie Kommunikation, wenn man das erste Mal hört, dann denkt man immer, das hat was mit körperlicher Gewalt zu tun, auf die man verzichten soll, ja. Und dann muss man auch erstmal erklären, dass es hier darum geht, dass es um gewaltfreie Sprache geht, ja, dass man dem anderen mitfühlend und respektabel gegenübertritt. Und da gibt's sehr viele Sachen zu erzählen. Das Ganze stammt ja schon von 1960, ist ja eine Methode vom Psychologen Rosenberg, der sich in der Psychologie damit befasst hat. Und im Großen und Ganzen ist es die 3W-Methode, wenn man es jetzt mal ganz knallhart runterbrechen möchte. Ja, dass man eben auf eine offene, konstruktive Art, auf eine empathische Art mit dem anderen umgeht. Und dass man eben versucht, diese hochkochende Wut, die vielleicht in einem Gespräch entstehen kann, zu kontrollieren und sich immer wieder in der Wortwahl und im Tonfall so auszudrücken, dass man ein konstruktives Gespräch hinbekommt. Und dass man laut dieser Methodik ist es wertvoller und bringt mehr, sich auf den anderen einzulassen und sich selber auch ein bisschen hinten anzustellen bei dem Gespräch, indem man empathisch ist und auf die Gefühle des anderen eingeht, als jetzt selber zu dominieren. Und das ist ja etwas, was ich auch kenne. Ich habe auch immer den Drang, wenn irgendwie eine spitze Bemerkung kommt, dass ich dann das Gefühl habe, hätte ich dem mal richtig eine gesagt. Ja, so, warum ist mir da jetzt kein guter Spruch eingefallen? Und im Nachhinein geht man dann die Situation etliche Male durch und denkt sich, das hätte ich sagen können und das hätte jetzt aber gesessen. Aber es ist wichtig zu erkennen, dass das eigentlich gar kein Triumph ist, dem anderen noch eins auf den Deckel zu geben, sondern der Triumph besteht darin, souverän zu bleiben und die Sache aus der Vogelperspektive sozusagen zu betrachten, von oben losgelöst und sich nicht von seinen Emotionen überrollen zu lassen. Aber das ist nicht so einfach, das muss man natürlich trainieren und üben, und die 3W-Methode ist nur ein Teil davon.
Also du hast es jetzt schon so ein bisschen erzählt, ne, wo du eben 3D-Methode sagst. Und ich hatte ja fast eine Frage im Chat übersehen, die genau darauf abzielt. Ja, also ich würde sagen, das klingt wie ein typisches GfK-Problem. Wir haben einen kommunikativen Problemfall derzeit. Den Konflikt können wir nicht richtig lösen. Mit den 3D-Fragen bekommen wir es nicht gelöst, da die Person absolut sachbezogen ist und nur die Wolfssprache kennt. Ja, der böse Wolf, wie das so in der Didaktik der GfK genannt wird. Destruktiv abwerten und nicht wertschätzend. Wie geht man damit um? Fragt eine Teilnehmerin aus dem Chat. Ja, also solche Leute gibt es natürlich auch. Da würde ich versuchen, mit einem Moderator vielleicht zu arbeiten. Also einer dritten Person in dem Gespräch, die dort sozusagen als Puffer noch dazwischen steht und das Ganze professionell anleitet. Also wie so eine Art Gesprächscoach, den man sich da vielleicht dazu holen kann. Solche Leute gibt es manchmal über die Personalabteilung oder in anderen Bereichen im Unternehmen. Das würde ich dann machen. Wenn man zu zweit überhaupt nicht mehr vorankommt, dann muss man sich einen Dritten ranholen, der das Gespräch ein bisschen coacht und in die Hand nimmt, damit auch so vielleicht persönliche Zwischensachen einfach nicht so zur Geltung mehr kommen, weil noch eine dritte Person da ist und den neutralen Puffer spielt. Und dann kommt noch ja, also ich meine, diese Herausforderung hatten wir ja vor Corona und vor Homeoffice schon. Ja, und dann kommt noch Remote dazu. Ich persönlich empfinde das nochmal als Steigerung, ja, weil es eben nochmal was anderes ist. Wir hatten ja die Dünnhäutigkeit, ne? Das ist halt irgendwie schon was anderes, wenn ich jemand persönlich gegenüberstehe. Das ist mein Eindruck, da habe ich auch automatisch mehr Empathie oder vielleicht mehr Wohlwollen dem anderen gegenüber, als jetzt in so einer Remote-Situation wird dann nochmal schwieriger. Ja, weil eben auch so viel Körpersprache und so viel Gestik wegfällt, ja. Also wenn man in einem Raum ist, man merkt ja manchmal regelrecht, dass es die Spannung steigt, ja, dass es so Schwingungen gibt. Das fällt ja alles weg in Remote. Und deswegen hatte ich auch diesen Abschnitt mit den Gestiken mal eingebaut. Ich habe in einem Kommentar vom Chat gelesen, man solle das nicht überinterpretieren und so general betrachten. Das sehe ich auch so. Also das ist wirklich nur so ein kleiner Hint, dass man mal drauf achtet. Denn mir fallen diese Gesten wirklich sehr, sehr oft in Remote-Meetings auf. Vor allem diese Skeptischen, so mit den Fingern vom Mund, wenn man irgendwas präsentiert, ja. Aber natürlich, wir sind alle keine Psychologen oder sowas. Ich würde mich da auch nicht reinsteigern und das übertrieben interpretieren. Da gebe ich dem Kommentator vollkommen recht. Das muss man einfach nur mal als kleinen Hinweis, dass man mal mit einem Auge drauf achtet. Ja, Katrin, spannend. Jetzt haben wir doch noch über die GfK gesprochen und ich fand es gut, dass wir es getan haben. Das waren, glaube ich, die Fragen im Chat. Hast du noch was du loswerden möchtest? Nein, im Prinzip nicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr das demnächst umsetzen könnt. Wenn ihr es schafft, eure Remote-Gespräche jetzt durch meinen Vortrag zu verbessern und wenn ihr es auch schafft, dass die Kameras angeschaltet werden, denn ich weiß, das ist eine ganz schöne Hürde. Da muss man ganz schön viel kämpfen, vor allem wenn es sich jetzt über die Monate eingeschliffen hat und die Leute nicht von Anfang an gesagt bekommen haben, mach die Kameras an, das jetzt nachzuholen, ist immer schwierig. Aber ich drücke euch die Daumen und ja, wenn ihr noch Kommentare habt oder euch noch Fragen einfallen, dann ich bin heute noch den ganzen Tag und auch morgen den ganzen Tag in der Konferenz dabei, dann können wir auch so nochmal sprechen. Wie erreicht man dich am besten außerhalb der Konferenz, wenn man später noch was einfällt? Ja, also ihr findet in LinkedIn mein Profil, über Twitter und meine E-Mail-Adresse ist, glaube ich, auch im Profil hinterlegt. Ich schaue gleich nochmal, aber ich denke, die sollte da hinterlegt sein. Einfach auf mein Profil klicken hier im Hopper-Tool. Ja. Und die Folien stellen wir natürlich auch zur Verfügung, ne? Oder? Mhm. Ja, genau. Ja. Gut, Katrin, vielen Dank für die spannenden Einblicke, viele Anregungen, Ideen und ja, das hilft uns vielleicht die nächsten Monate, die wir sicherlich noch Corona und Homeoffice haben werden, vielleicht ein bisschen besser zu gestalten. Ja. Danke dir.